Hallo, guten Tag, mein Name ist Pavel Dillinger und ich arbeite für die Deutsche Telekom. Ich stehe auf einem Parkplatz parallel zur A9. Ich bin auf dem Weg nach Erfurt. Es ist 5.38 Uhr und ich freue mich heute, den Standort in Erfurt zu besuchen. Dort ist ein Kundenservice-Standort, der startet heute im Tax-Modus. Ja? Heißt eine große Veränderung in Bezug auch auf die Bearbeitung unserer Kunden, denn die werden regionaler betreut. Ja? Es macht ja Sinn, dass regionalen Mundart, Begebenheiten, Feiertage, was immer auch, bekannt ist. Die Idee kommt durchaus aus Amerika. Wir verfeinern das noch ein bisschen. Jetzt die Frage, ey, macht das Sinn, dass ich dazu extra hinfahre und so weiter? Ja, es macht Sinn. Das sind nämlich die Leute, die Menschen, die diesen Job machen. Ich will die kennenlernen. Ich war da schon vor 3-4 Jahren mal. Und ich werde ein paar Fotos machen, einen kleinen Jammerartikel. Und das Tollste ist, ja, wie gesagt, kein Tesla, aber ich fahre hier mit Erdgas. Ist jetzt nicht völlig umweltfreundlich, aber es ist umweltfreundlicher. Das ist auch die Strategie von TMS, von Telekom Mobility Solutions, einen Mix zu haben von verschiedenen Antriebsarten. Also Elektro, Erdgas, Hybrid, Wasserstoff, Verbrennungsmotor und so weiter. Heute wieder ganz in Magenta und ich bin mir sicher, Ferry ist stolz auf das Team und auch die ganze Führungsmannschaft. Und ich sage jetzt schon mal Danke an den Telekom-Botschafter Michael Reddick, weil der hat extrem viel Energie reingebracht. Und ich bin mal gespannt einfach auf den Tag. Ich finde das großartig. Bis dann. Tschüss.